Guten Tag, mein Name ist Handan Özgüven. Ich bin Landtagsabgeordnete von der SPD für Marburg und den gesamten Ostkreis. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn und bin von Beruf Fachanwältin für Familienrecht. Ich bin seit etwa zweieinhalb Jahren im Landtag und bin dort in den Ausschüssen Wissenschaft und Kunst, Petitionsausschuss, Rechtspolitischer Ausschuss und darüber hinaus in der Enquete-Kommission zur Änderung der hessischen Verfassung. Was ist denn von diesen Ausschüssen und von dieser Arbeit das spannendste Themenfeld für Sie? Also das ist ja vieles, was sich spannend anhört. Was ist das Spannendste? Ja, was ist das Spannendste? Also ich sag mal, in jedem Themenfeld ist ein bisschen was Spannendes dabei. Beispielsweise im Petitionsausschuss ist es so, dass sich ja Menschen an den Petitionsausschuss mit einer Petition wenden, die zutiefst verzweifelt sind, vielleicht persönliche Schicksale erlebt haben oder einfach an einen Punkt gekommen sind, wo sie weder juristisch vorankommen noch irgendwie durch Behörden oder Ähnliches. Und da ist es mir immer ein besonderes Anliegen, das persönliche Schicksal der Menschen zu betrachten, angemessen damit umzugehen und eben keine pauschalen Entscheidungen zu treffen, sondern wirklich zu gucken, ob man den Menschen helfen kann. Und da ich dort durchaus auch die Möglichkeit habe, helfen zu können, bin ich sehr gerne in dem Ausschuss tätig. Aber auch andere Ausschüsse sind wichtig, zum Beispiel Wissenschaft und Kunst wegen unserer Hochschule oder der Uniklinik, die auch dort, also dieses Thema wird auch in dem Ausschuss behandelt. Okay, ich habe eine Frage zu einem anderen Thema, und zwar das Thema Gentrifizierung. Ist ja in Marburg und auch in ganz Deutschland wahrscheinlich ein relevantes Thema und hat sich auch erst kürzlich bei den Bürgerbefragungen ja gezeigt, dass die Bürger unzufrieden mit der Wohnsituation sind, also zu wenig bezahlbarer Wohnraum. Haben Sie denn da irgendwelche Konzepte oder so, was Sie dagegen tun wollen oder damit es wieder gebessert wird, die Lage? Ja, also das Thema bezahlbares Wohnen ist in der Tat eines der Überschriften für die kommende Landtagswahl und eben für die SPD und eben danach, wenn wir es schaffen, in die Regierung zu kommen. Es ist so, dass leider in den letzten 19 Jahren CDU-geführter Regierung Sozialwohnungen von 180.000 auf 90.000 halbiert worden sind. Die Mieten sind enorm gestiegen und da haben wir durchaus Ansätze. Wir wollen in den sozialen Wohnungsbau investieren, aber nicht nur dorthin, sondern eben auch in den Bau privater Wohnungen, die aber auch für Menschen, die keinen Anspruch auf Wohn- und Berechtigungsschein haben, aber auch nicht über Reichtümer verfügen, bezahlbar sind. Also wir haben da durchaus Ansätze. Wir wollen 6.000 Wohnungen pro Jahr schaffen. Wir wollen, dass das Land zukünftig nicht mehr als Immobilienspekulant auftritt, sondern möglichst öffentliche Grundstücke auch bezahlbar weiterleitet und Bauplätze schafft und so weiter. Ja, wie sehen Sie denn das Thema Erneuerung der SPD? Was genau würden Sie darunter verstehen? Erneuerung der SPD, ja. Ich glaube, das ist zunächst eine Frage, die insbesondere die Bundesebene betrifft. Wir haben ja im Rahmen der Bundestagswahlen viel von Erneuerung der SPD gesprochen. Jeder stellt sich etwas anderes darunter vor. Letztendlich sind Entscheidungen gefallen, die dem einen gefallen, dem anderen nicht. Ich glaube, es ist schon so, dass mit dem neuen Kabinett, mit den neuen Ministerien tatsächlich auch jüngere Leute nach vorne gekommen sind. Man muss einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich finde beispielsweise, die Frau Giffey hat da schon ganz gute Ansätze verklingen lassen. Das ist die neue Ministerin für, die ist mir jetzt zwar schon geläufig, aber Sie müssen es für die
Zuschauer vielleicht noch kurz erklären, weil vielleicht einige sie nicht kennen. Also die Frau Giffey kommt aus Berlin, genau. Kreuzberg, und sie ist jetzt Ministerin für Familie. Genau, sie ist die neue Familienministerin. Und sie hat ja beispielsweise die Diskussion darüber angestoßen, dass Erzieherinnen, die ja wirklich viel leisten, Kindergartenerzieherinnen oder Krippenerzieherinnen, die aber sehr wenig verdienen, zumindest den annähernd gleichen Lohn wie beispielsweise Grundschullehrerinnen und Lehrer haben sollten, ja. Letzte Frage, wir sind jetzt in Marburg. Marburg ist eine Universitätsstadt und in Marburg ist natürlich auch eine große Zahl junger Menschen, es ist auch eine große Zahl von Menschen verschiedener Länder, die hier zum Beispiel an der Uni sind. Wenn Sie jetzt hier speziell für die Stadt Marburg einen Punkt haben, den Sie in Wiesbaden in den Landtag einbringen, fällt Ihnen da auf Anhieb ein Punkt ein, wo Sie sagen, das ist jetzt was, womit ich für Marburg im Landtag aktiv werde? Also Marburg ist ja eine Universitätsstadt und daher ist das Thema Bildung auch für unsere Region sehr wichtig, aber nicht nur die universitäre Bildung, sondern die Bildung von der Kita bis zur Hochschule, also quasi von der Kita über Master bzw. Meister. Und da haben wir durchaus gute Ansätze, die natürlich auch für unsere Region maßgeblich sind. Nur mal kurz zusammengefasst, dass die Weiterbildung zum Meister beispielsweise gebührenfrei sein soll, dass jeder Mensch bis zum 35. Lebensjahr eine Chance für eine Ausbildung haben soll. Und jetzt, was das Studium speziell anbelangt, ist es ja so, dass die hessische Verfassung in der jetzigen Formulierung des Artikel 59 durchaus zulässt, dass wieder Studiengebühren eingeführt werden. Und wir als SPD haben uns in der Enquetekommission zur Änderung der hessischen Verfassung dafür stark gemacht, dass der Artikel 59 geändert wird, dass eben diese Möglichkeit der Einführung der Studiengebühren nicht mehr besteht. Da ist leider die Landesregierung nicht mitgezogen oder will nicht mitziehen. Unser Antrag steht noch. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der die Studenten und Studentinnen in Marburg auch explizit betreffen würde. Aber auch andere Themen, zum Beispiel das Thema Uniklinik der Umstand, dass insbesondere Forschung und Lehre durch die Privatisierung sehr leiden, somit eben auch die Studentinnen und Studenten der Medizin. Ja, dann darf ich das letzte Wort für mich nehmen und sagen, die hessische Verfassung wird durch einen Volksentscheid letztlich abgestimmt werden, die Änderung. Genau. Also es liegt an den Wählerinnen und Wählern, den Stimmberechtigten in Hessen, was am Ende drinsteht, ne? Richtig, genau. Also wir legen sozusagen den entsprechenden Vorschlag als Entwurf vor und parallel mit der Landtagswahl am 28. Oktober werden die Wählerinnen und Wähler darüber entscheiden, ob sie der Änderung pro Artikel, also pro Vorschlag sozusagen zustimmen oder nicht. Dankeschön. Bitteschön. Danke.